Ihr habt schon eure Ritterrüstung mehr oder weniger angezogen und wir haben hier auch unseren Schiedsrichter, der Danny Martin. Das ist nicht irgendeiner, zweimaliger deutscher Meister im Timbersport. Der wird euch jetzt zum Beispiel mal zeigen, kommt ruhig einen Tick näher, wie ihr dieses Holzding kaputt machen müsst. Genau. Ruhig näher ran. Also grundsätzlich müsst ihr auf dem Block stehen und den Block quasi auf dieser Seite durchtrennen. Versucht quasi die Axt nach unten rauszubekommen, oben rauszubekommen, oben, unten und einen schönen Winkel quasi reinzuschneiden in das Holz. Nicht zu flach, also schön steil, quasi, dass die Axt schön schneidet. Atmen nicht vergessen und schön harte Schläge nicht zu schnell schlagen, lieber harte, präzise, hohe Schläge. Wenn ihr dann den Block durchtrennt habt, also es muss wirklich jeder Millimeter durchtrennt sein, dürft ihr hier runter und dann die Glocke schlagen. Wer zuerst durchtrennt hat, hat das Spiel gewonnen. Genau. Guckt ruhig aber vorher, ob wirklich alles durchtrennt ist. Weil solltet ihr die Glocke trennen und Danny sieht noch irgendwo, dass da was dran ist, dann habt ihr verloren. Also lieber gucken, nochmal raufsteigen, nochmal einen Schlag drauf, dann ist man safe. Genau. Und wie das jetzt genau aussieht und ja, so sollt ihr das eigentlich jetzt auch machen. Dass wir so, Julius, komm mal zu mir rüber. Kannst aber da stehen bleiben, genau. Und du wolltest mal gucken, wir wollten mal, ach so, geht das noch ja tatsächlich, wie scharf so eine Axt ist? Ich weiß noch nicht. Klar. Ich habe ein bisschen Haare hier. Und er, da. Au. Und da sieht man tatsächlich. Genau, schön scharf. Schön scharf. Ich bin ein bisschen blank. So, aber jetzt, Danny, zeig uns, wie das Ding durchzuschlagen geht. Noch ein bisschen Abstand noch. Und Startkommando vielleicht 3, 2, 1. Soll ich machen? Und das Go kommt vom Publikum. Was soll ich denn sagen? 3, 2, 1 und das Go kann vom Publikum okay, kommen. Okay, 3, 2, 1 und ihr schreit alle Go, okay? Gut. 3, 2, 1. Go! Ding. So. Ach ja. Einfach, oder? Und im normalen Leben hast du einen Maulkorb oder so? Nee, hey, alles gut. 7 Sekunden. Ja, schön. So, wir räumen ja ein bisschen auf. Krass. Wir tauschen mal in den Block aus und wir haben schon die nächste Paarung, glaube ich, für den 30. April. Kann das sein? 30. April. Schlag den Star. Da kommt endlich der Schauspieler Frederik Lau, der ja letztes Mal leider nicht konnte, weil er erkrankt war. Frederik Lau spielt dagegen Materia, der Rapper bzw. ja, Hip-Hop-Music-Star. Das ist auch eine tolle Kombi, Frederik Lau gegen Materia, 30. April, Schlag den Star. So, Fabian darüber, Julius hierüber. Der Danny braucht übrigens keinen Schutz, aber der hat sich, glaube ich, auch noch nie in den Fuß gehauen. Passt also trotzdem ein bisschen auf. Was denn? Keine auf. Tipps. Danny hat gerade alles schon erklärt und es hilft auch nicht wirklich viel. Also gerade so um die 10 Sekunden, wir haben es gesehen, wir gehen davon aus, dass es jetzt ein bisschen so länger dauert. Möchtest du auch Magnesium irgendwie haben, damit ist der Schweiß schon dran, ne? Ist ja ein bisschen was dran, ne? Ja. Reicht dir das? Hast du noch? Ja. Benutzt du auch Magnesium? Ja. Na dann. Ja, dann schaffe ich das auch in 7 Sekunden. Gar kein Problem. Danke. So, ich weiß nicht, wo ich hingehen soll. So, Danny, in diesem Fall gibst du das Kommando jetzt. Genau. Beide fertig? Ja. Die Brille, Fabian? Ach, warte mal, sorry. Ja, das kann, wenn da Splitter ins Auge, das jo ist nicht so schön. So, beide fertig? Ja. 3, 2, 1, go! Ja.
Also wirklich, die Technik wichtiger als die Kraft. Das haben wir gerade gesehen. Und das haben die beiden eigentlich auch ganz gut verstanden. Also wirklich dort mit dem, ja, zur Wuchsrichtung des Stammes mit einem flachen Winkel dort rangehen. Und dann kann natürlich sowas passieren wie bei Julius gerade, dass die Achse auch mal klemmen bleibt und Spaß macht das nicht, wenn man die immer wieder rausholen muss. Die Uhr ist also nicht entscheidend, sondern es geht eher darum, wer es als erstes schafft. Und kleine Klärung, ich glaube, es ging darum, wer als erstes zwei Durchgänge schafft. Und da es noch ein bisschen dauert, sage ich Ihnen noch mal schnell was zu diesem Winkel, zu der Schärfe. 13 bis 15 Grad, eine Rasierklinge hat 11 Grad. Deswegen ist das also tatsächlich dieses hochspezialisierte Werkzeug, das ungefähr 3 Kilogramm wiegt, so scharf. So, ich glaube, unten wird mal wieder einer gebraucht bei Fabian. Genau, macht er auch gleich. Und jetzt fängt sicherlich auch so ein bisschen an, weh zu tun in den Armen. Also das zweite Spiel, was hier richtig alles abverlangt gerade. Wir waren ja bereits draußen. Heute lohnt es sich wirklich noch mal, vielleicht später bei Join in die Wiederholung reinzuschauen. Sich das also quasi in der Aufzeichnung noch mal anzugucken. Falls Sie jetzt erst einschalten, wir hatten draußen also quasi schon ein Squid Game. In drei Sandkästen. So, jetzt müssen wir gucken. Bei Julius ist er ganz durch. Offensichtlich. Wir gucken genau hin. Ja. Ja, das ist doch durch. So. Ich bin ja nicht der Schiedsrichter. Jawohl. Er ist durch. So, also. Julius Brink gewinnt das Spiel. Gib nur einen Durchgang. Super. Oh. Ach, gib nur einen. Ja, Fabian. Ach so. Gib nur einen Durchgang. Ja, das Spiel ist vorbei. Ja. Das. Ach, scheiße. Also es kommt mir irgendwie sofort, wenn ich immer diese Knopf. Ja, erstmal vielen Dank noch Danny Martin, unser Schiedsrichter. Nur ein Holzstück. Fabian, du willst doch jetzt nicht behaupten, du hast Kraft gespart für den nächsten Block. Nö, das nicht, aber ist halt schon nochmal mental anders, wenn du weißt, es ist der einzige Versuch. Aber drauf geschissen, ist wie es ist. Nein, wir haben gesagt, nur ein Holzstück. Ja, alles gut. Können wir das wieder ausziehen? Das könnt ihr natürlich gerne wieder ausziehen. Wir machen einen Punktestand. 28 zu 17. Julius Brink kommt wieder ran.